Süße Maus, nervige Zicke, dumme Gans. Geben Sie es zu, Sie haben nicht an Tiere gedacht. Wer Frauen so bezeichnet, der wird verstanden, kann aber ein Problem bekommen. So wie die Männer in der CDU. Dort ist Sexismus ein Problem, das gibt die Union zu. Und nicht nur, weil die Vorsitzende Mutti genannt wird. Seit eine Berliner Kommunalpolitikerin die Frauenfeindlichkeit öffentlich gemacht hat, wird in Deutschland wieder darüber geredet, was herrlich und was dämlich ist. Und das tun wir in der Phoenix-Runde heute auch. Kampf der Geschlechter, die Sexismusdebatte. Birgit Kelle begrüße ich. Sie ist Autorin des Buches Dann mach doch die Bluse zu, ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn. Frau Kelle, ging es Ihnen schon mal ähnlich, dass Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gemerkt haben, okay, da geht ein Mann jetzt echt zu weit und der bewertet mich eben, weil ich eine Frau bin, anders? Sagen wir es mal so, ich habe 4 Jahre als Bedienung gejobbt, als Studentin. Ich glaube, da hat man anschließend auch mal alles durch. Das ist ja auch so, sagen wir mal, ein klassischer Beruf, wo Frauen gerne auch als Freiwild betrachtet werden. Ich würde sagen, vermutlich hat mich diese Zeit gestellt für später, weil inzwischen würde ich keinem Mann mehr raten, mir in irgendeiner Form unangenehm zu kommen. Man muss als Frau, finde ich, hier auch einfach lernen, Strategien aufzubauen. Also die Sexismus passiert ja immer deswegen, weil er auch trifft. Also ich glaube zwar, dass Sexismus dann angewandt wird, also wenn es wirklich um Macht geht, wenn es einfach nur um die Frage geht, die will meinen Posten oder sie ist eine Gefahr für mich. Männer kämpfen genauso hart und mit harten Bandagen auch gegen andere Männer. Sie kämpfen aber gegen Männer mit anderen Methoden einfach nur. Das heißt, dass, sagen wir mal, Frauen vielleicht mit sexistischen Sprüchen versucht werden, klein zu halten, ist einfach deswegen, weil es eine Methode ist, die offensichtlich funktioniert. Ich glaube allerdings nicht, dass das ein Politikproblem ist oder ein Wirtschaftsproblem ist, sondern ich glaube, dass das einfach insgesamt, sagen wir mal, im Umgang ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ein spezifisches CDU-Problem ist, sondern dass es einfach überall, wo es um Macht geht, wo es um Posten geht, wo Menschen gegeneinander konkurrieren, kommt es zu Machtkämpfen und Machtkämpfe zwischen Männern und Frauen sehen eben anders aus als zwischen Frauen und Frauen oder zwischen Männern und Männern. Das ist alles. Mhm. Frau Menz, wie ging es Ihnen? Haben Sie Beispiele bei Ihnen, bei sich selber erlebt, wo Sie gesagt haben, da ist jemand zu weit gegangen und der bewertet mich jetzt, weil ich als eine Frau bin? Ja, ich erinnere mich gerade an eine Situation, das ist jetzt 25 Jahre her, da habe ich einem Gummimetallbetrieb mit einer Kollegin gleich alt wie ich damals teilautonome Gruppenarbeit eingeführt. So, und ich war in der Kantine und ein Mit-20er sagte zu einem Mit-50er, die beiden alten Bräute kannst du haben, die sind nicht mein Jahrgang. Okay. Und da habe ich tief durchgeatmet. Also es hat funktioniert, was Frau das Kelle sagt, hat sie getroffen. Das ist eher schlechtes Benehmen. Also ich würde sagen, das ist für mich zum Beispiel kein Sexismus, sondern das ist klassisch schlechtes Benehmen. Sexismus ist ja auch immer, hat ja auch immer die Komponente, sozusagen eine Position auszunutzen oder jemanden als direkten Konkurrenten auszuschalten oder wie ich sage, ein Machtgefälle, sagt man jedenfalls qua Definition. Da ist doch das Sex würde ich dabei. Alles unter schlechtem Benehmen einfach nur abholen. Der Harem wird geteilt. Die beiden alten Bräute kannst du haben. Ich suche mir was Jüngeres. Da ist doch Intimität, da ist doch Sexualität drin. Das ist doch pur. Also jeder Spruch, der irgendwie mit Sexualität zu tun hat, ist Sexismus dann? Also nach dieser Definition wäre es das. Wir kommen, gleich zur Definition, Frau Kelle. Wenn Sie gesagt haben, Sie waren Kellnern und haben das auch mitbekommen, haben Sie gesagt, okay, das ist eben so und jetzt, oder haben Sie auch... Ehrlich gesagt habe ich das nicht zwingend als Problem betrachtet, weil ich mich vielleicht können auch manche Frauen sich besser wehren als andere. Da würde ich eher empfehlen, dass manche Frauen noch lernen müssen, damit umzugehen. Ich konnte mich alleine dagegen wehren, wenn ich das Gefühl hatte, hier behandelt mich ein Gast respektlos. Ich habe allerdings, muss ich auch immer sagen, sowohl von meinen Chefs als auch von meinen männlichen Mitarbeitern immer Unterstützung bekommen, wenn irgendwelche Männer sich in irgendeiner Form daneben benommen haben. War das eigentlich nie ein größeres Problem, sondern das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sozusagen die Kolleginnen beschützt. Ja, und deswegen stört mich auch immer in dieser gesamten Debatte, dass immer so getan wird irgendwie. Also wir kommen ja leicht immer in diese Front nach dem Motto, die armen Frauen immer und die Männer sind alle Triebtäter. Die meisten Männer sind ja heutzutage ja eigentlich relativ gut aufgestellt und respektvoll Frauen gegenüber. Also und der Sexismus funktioniert auch in die andere Richtung. Ja, also weil Sie das Beispiel brachten, dass das Thema Alter ja immer auch ein Thema sei. Schon seit Jahren geisterte der Begriff der Angry Old Man.
durch die Presse, wenn es um die Frage des Verhältnisses von Männern und Frauen und den Bewahrern des Patriarchats geht. Da wird Männern vorgeworfen, dass sie weiß und alt sind. Ja, wo ich sage, das ist ja eigentlich auch Sexismus dann, wenn man es genau nimmt. Also wir können ja auch nicht immer nur darüber reden, dass Frauen zum Opfer von Sexismus werden, sondern es werden genauso, werden auch Männer Opfer von Sexismus oder Schwule reden schlecht über Heterosexuelle, Heterosexuelle reden schlecht über Schwule. Ja, also wie ich sagen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, aber es ist bei weitem nicht so. Also wenn wir drüber reden, dann müssen wir über alle Formen von Sexismus reden und nicht nur immer über die arme kleine Maus und den alten Patriarchen, der ihr Böses will. Und ist es auch nach wie vor diese Haltung, dann die Frauen sind vielleicht auch ein bisschen selber schuld, wenn ihnen auf eine bestimmte Art begegnet wird? Frau Kelle, würden Sie das so sagen? Ich meine, mit Ihrem Buch, Sie gesagt haben, mach da mal die Bluse zu, das ist doch, dann unterstellen Sie das doch. Das ist ein Kausalsatz, dann mach doch die Bluse zu. Sie müssen den Anfang dazu auch sehen. Der Titel ist zustande gekommen durch eine Zeitungsmeldung, die ich gelesen habe, wo eine junge Schauspielerin groß erklärt, dass sie jetzt nicht mehr als Sexsymbol wahrgenommen werden möchte, sondern aufgrund ihrer seriösen Tätigkeit, um sich wirklich 2 Wochen später auf einem Hochglanzmagazin mit leichtem Blüschen offen in Unterwäsche ablichten zu lassen. Und da kam war mein erster Gedanke, wenn du möchtest, dass du nicht optisch wahrgenommen bist und nicht als Sexsymbol wahrgenommen bist, dann mach eben die Bluse zu. Da müssen auch wir als Frauen mal kurz überlegen, was wir gerade betonen wollen. Wenn ich aber meine Sexualität und meinen Körper in den Vordergrund stelle, dann kann ich mich auch nicht anschließend beschweren, wenn ich nur auf meinen Körper reduziert werde. Das eine und das andere gehört eben zusammen. Ja? Das heißt nicht, wie soll ich sagen, dass ich selber schuld bin, aber es gibt Situationen, und das wissen wir doch alle auch intuitiv. Wir sitzen ja hier jetzt auch alle vernünftig angezogen und nicht im Bikini, weil wir ja nicht im Bikini wahrgenommen werden wollen, sondern weil wir sagen, wir sind in einer seriösen Sendung. Ja, das heißt, je nach Anlass muss ich auch als Frau überlegen, was will ich eigentlich betonen? Und da sind wir Frauen, glaube ich, sehr clever drin. Also was mich stört an diesen Debatten ist, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal eine Sexismusdebatte anstoßen in Deutschland oder zumindest versucht wird anzustoßen. Und beides mal in meinen Augen bei nichtigen Sachen, die auch ganz anders hätten ausgehen können, wenn das vielleicht ein anderer Mann gewesen wäre. Ich meine jetzt bei Frau Behrens, wie hat er sie genannt? Süße Maus. Also wir haben jetzt sozusagen, Süße Maus ist jetzt auch schon auf dem Index. Es ist aber nur deswegen auf dem Index, weil die Person, die das ausgesprochen hat, nicht die Sympathie von der Frau Behrens hatte, wie übrigens damals auch Frau Himmelreich an der Bar, nur Herr Brüderle dort stand und nicht George Clooney. Hätte George Clooney den gleichen Spruch gebracht, hätten wir keine Sexismusdebatte gehabt. Ja, und deswegen, es kommt ja immer auch auf Sender und Empfänger an. Das heißt also, ich finde es auch schwierig, hier sozusagen Kategorien zu oder in diese klare Kategorien zu finden, weil natürlich, sagen wir mal, das Verhalten zwischen Mann und Frau auch am Arbeitsplatz oder in der Politik ja nicht immer nur rein professionell ist und auch von beiden Seiten nicht immer nur rein professionell gewünscht wird. Ja. Es gibt eine Handlung. Süße Maus, ja Gans oder ich fickst du die. Das sind doch erstmal Worte und Halbsätze. Und die Person, die das ausspricht, hat in dem Moment eine Grenze überschritten. Ganz klar eine Grenze des respektvollen Umgangs. Das macht man nicht. Das ist das eine. Und jetzt gibt es eine Person, auf die dieses Wort einwirkt. Und die reagiert entweder irritiert oder erfreut. Was nicht unbedingt sein muss. Man muss es halt etwas auf Augenhöhe sein, dann muss es ein zartes Geplänkel sein und die Beispiele, die ich gebracht habe, passen nicht zu einem zarten Geplänkel. Und die Person, die diese Worte ausspricht, die jetzt respektlos sind, die sexistisch sind, ist verantwortlich dafür. Und da ist die Grenze schon übertreten, ob die Person nun freudig oder nicht freudig darauf reagiert. Das ist egal. Und keine Frau muss sich an sowas gewöhnen. Wir haben so viel mit Diskriminierung zu tun in unserer Gesellschaft immer noch, die überhaupt nicht benannt werden darf. Immer noch nicht. Aber gibt's und dann können wir Frauen nicht noch mehr aufladen. Sie haben da eine besondere Gabe, mit umzugehen, aber sie können sich nicht zur Norm setzen. Sie können nicht verlangen, dass alle Frauen genauso reagieren wie sie. Es gibt immer noch das Grundgesetz und es gibt die Würde und solche Dinge sind würdeverletzend.
Also ich finde, wenn eine Frau in einem Kompliment süße Maus genannt wird, dann ist das nicht würdeverletzend. Das ist aber bei mir wirklich auch jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist doch genau das Problem. Aber dass wenn wir hier, dass ist, wir hier, wenn das, wenn aber das war ist. Jetzt in diesem Fall, sprechen wir über die süße Maus, über ein Kompliment von Herrn Henkel, der wo Chef man sagt, der Berliner CDU ist. Ja, und er hat ein Kompliment gemacht. Jetzt kann man sagen, na gut. Ja, sie wollte das Kompliment vielleicht nicht haben. Wir wissen auch nicht genau, wie sie reagiert hat in dieser Situation. Wir wissen nur ihre Erzählung davon. Jetzt mal, gehen wir mal weg von dem konkreten Fall. Ja. Frau Kelle, heißt das dann aber, wenn ein Chef oder ein Vorgesetzter zu seiner Mitarbeiterin sagt, süße Maus, das würden Sie sagen, ist ein Kompliment und keine Grenzüberschreitung? Das kommt darauf an, wie die Frau das empfindet. Und das ist genau das Problem, dass wir ja die Definition von Sexismus inzwischen... Aber woher soll der Mann das wissen? Das heißt genau, ja, dass, Frau Männer das können würde aber nicht heißen, hell sehen. Dass der Mann den Freibrief Sie haben hätte. Einen wichtigen Punkt. Männer können nicht hell sehen. Und trotz 100 Jahre Feminismus, sie können nicht hell sehen. Dass wir allerdings sofort das Böse unterstellen, dagegen wehre ich mich. Weil wir sagen, wie viele... Ehen werden auch am Arbeitsplatz angebahnt oder an den Universitäten. Dass wir jetzt anfangen, diese Worte wirklich immer auf die Waage zu legen. Ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo Männer sich nicht mehr trauen, was wäre denn das Frauen anzusprechen. Was sollte denn dann die Chefin einem männlichen Mitarbeiter sagen? Vielleicht was dürfte Namen. Die denn sagen? Ja, vielleicht hat die Frau ja auch einen Namen. Also was wäre denn dann, wenn der Chef das sagen können wir darf, doch nicht, süße das Maus. Können wir doch nicht in Kategorien packen, wie Menschen miteinander umgehen. Wir fangen ja bei der guten Erziehung an. Deswegen sage ich, ein Großteil dessen, was wir hier abarbeiten, fällt für mich unter die Frage, sind eigentlich Menschen vernünftig erzogen und haben sie ein gutes Benehmen? Okay, und dann erledigt sich eine Menge. Es ging ja jetzt um ein Kompliment, ist ja an sich was eigentlich schön Kompliment, ist. Aber Kompliment ist immer dann Sexismus, wenn es nicht erwünscht ist, kann man sagen. Das ist so die gängige Definition. Aber ob es erwünscht ist, kann ich im Vorfeld nicht immer wissen. Ich hatte konkret auch Zuschriften, als ich über diesen Artikel damals in der Brüderle-Affäre geschrieben habe. Da kriegte ich Zuschriften auch von ganz vielen Unternehmensleitern, die sagten, dass sie heute im Prinzip schon auch in Deutschland eigentlich amerikanische Verhältnisse haben. Dass mir Leute schrieben, Führungskräfte, die sagten, ich führe schon seit Jahren keine Gespräche mehr in meinem Unternehmen alleine mit Frauen. Sagt er, weil es ist gefährlich geworden als Mann. Bei mir ist immer die Tür auf oder ich bitte noch meine Sekretärin dazu. Das heißt, wir haben jetzt schon die Situation, dass durchaus Männer sehr vorsichtig agieren, weil natürlich auch hier an die Macht durchaus auch in den Händen der Frau liegen kann, weil ein Vorwurf sozusagen, der in den Raum gestellt wird, ohne ihn beweisen zu müssen, einen Mann auch erledigen kann. Das heißt, wir Frauen haben hier auch Macht. Es gibt diesen Auslöser, das war letztes Mal auch so vor 3 Jahren. Und interessant ist ja, wie so etwas plötzlich dann wieder zerplatzt wie eine Seifenblase nach 10 Tagen. Weil nicht viel dran ist. Nein, nicht weil nicht viel dran ist, sondern weil wir eine Chance versäumt haben. Vor 3 Jahren haben wir eine Chance versäumt, als alle Medien-Talkshows das Thema immer wieder kreiselförmig auf den Brüderlohn, in diesem Fall zurückkam, was sie für einen schweren Fehler hielt und die Chance vertan wurde, angesichts des Aufschreis und der Riesenreaktion, die es gab, an diese Grundfragen ranzugehen und sagen, wo ist eigentlich Alltagssexismus bei uns noch strukturell verankert? Und in welchen Bereichen? Wie kann man das ändern, passierte nicht, darf ich einen Satz noch zu sagen, weil abgebrochen ist nämlich die ganze Debatte mit einem Punkt und auf einmal tauchten die Vorfälle, die ganz schrecklich waren, in Indien auf und auf einmal hatten wir das Problem, in Indien, die sind so zurückgeblieben, da sind die Frauen unterdrückt und da ist die sexuelle Gewalt. Und dann war die ganze Diskussion bei uns losgeworden. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt für an den Haaren herbeigezogen, weil ich glaube eher, dass die Debatte deswegen erstickt ist und jetzt im Übrigen jetzt gerade die aktuelle noch viel schneller, weil gerade auch bei der aktuellen eben sehr offensichtlich war, dass der Auslöser eigentlich nichtig war und dass nicht alle Geschichten, die neuerdings unter dem Label Sexismus laufen, tatsächlich Sexismus ist. Hier leisten ja manche Frauen anderen Frauen wiederum einen Bärendienst, in dem jeder blöde Spruch oder jede missglückte Anmache zum Sexismus hochgeredet wird und damit die ernsten Fälle überhaupt nicht mehr in die Diskussion kommen. Das heißt, dadurch, dass man das Sexismusproblem aufbauscht, produzieren gerade Frauen eine Ermüdung in diesem Sektor und man kümmert sich nicht mehr um die ernsten Fälle. Das ist das, was mich zum Beispiel aufregt. Und ich kann das nicht bestätigen, dass man sagt, hier wird eine Debatte unterdrückt oder hier wird abgelenkt. Möglicherweise ist es eben viel einfacher, dass diese Debatte deswegen nicht geführt wird, weil nämlich die Dinge sich besser entwickeln und weil gar nicht so viele Frauen sich als Opfer fühlen, wie sie vielleicht gerne hätten.